Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ich habe 6 Karten von meinem OCG-Händler Katastrophe bekommen, dessen Kanal in der Videobeschreibung verlinkt ist und die möchte ich mit euch zusammen heute anschauen. Und wir starten auch durch, wie wir sehen, mit Exodia Master of the Guard in Prismatic Secret Rare aus der 20th Anniversary Legend Collection. Ja, Katsuki Takahashi hat insgesamt 6 neue Artworks gezeichnet, von denen wir heute 4 hier haben, die alle an alte Monster angelehnt sind, und eines davon ist, wie bereits gesagt, Exodia Master of the Guard. Eine Karte, die auf den ersten Blick gar nicht aussieht wie eine Exodia, aufgrund der Tatsache, dass sich das Monster farblich nicht allzu stark vom Hintergrund abhebt und das Ganze dadurch zu einer Art Einheitsbrei vermengt wird, allerdings im positiven Sinne, denn hat man das Artwork einmal erfasst, ist dieses Monster, so wie fast alle Karten von Katsuki Takahashi, ein absoluter Augenschmaus. Aber was haltet ihr von Exodia Master of the Guard? Gefällt sie euch oder würdet ihr eher sagen, na, das war ein designtechnischer Griff in die Toilette? Weiter geht's mit Palladium Orakel Mana, dem weiblichen Gegenstück zum Palladium Orakel Mahat, bei dem es sich ebenfalls um eine extrem schöne Karte handelt. Mana allerdings schlägt ihr männliches Gegenstück optisch um Längen, da sie nicht nur wirkt wie eine der einstmals bizarr designten Tournament Pack Karten, nein, sie sticht darüber hinaus auch durch ihre einzigartige Farbgebung, den einfach und mit Hieroglyphen verzierten Hintergrund, sowie der Tatsache, dass sie eine Art Kuribo in der Hand hält, aus der Masse hervor und ist darüber hinaus mein persönlicher Platz 3 der von Katsuki Takahashi in diesem Set gezeichneten Karten. Ja, was haltet ihr von der Karte? Ich persönlich finde es beinahe todtraurig, dass sie in Deutschland im Allgemeinen im TCG wohl nicht erscheinen wird, denn wie wir alle wissen, erscheinen seit einigen Jahren keine von Katsuki Takahashi gezeichneten Karten mehr im TCG. Ich persönlich habe gehört, dass es sich dabei um eine Art von fehlenden Rechten an den Artworks handelt. Warum und wieso und weshalb, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob das stimmt. Fakt ist jedenfalls, dass wir in den letzten Jahren keine Karten gesehen haben, die von Katsuki Takahashi persönlich gezeichnet wurden. Und dementsprechend denke ich auch, dass diese Monster hier wohl eher weniger im TCG erscheinen werden. Von Platz 3 zu Platz 1. Ja, mein absolutes Lieblingsmonster des Sets ist der schwarze Magier des Chaos Max, der über ein einzigartiges und ebenfalls Tournament-Pack-würdiges Artwork verfügt. Das Zusammenspiel aus diesem grellen Rot, dem tiefen Schwarz und diesen sanften Blautönen passt einfach derart gut zu der Karte, dass ich nicht umhin kann, ihn sogar vor den in diesem Set erschienenen Blue Eyes zu positionieren, den wir eben auch noch sehen werden. Diese Karte ist streng genommen ein Muss für jeden, der das Thema rund um den dunklen Magier lieben gelernt hat, und schlägt sein Vorbild den schwarzen Magier des Chaos, den wir aus dem Premium Pack oder der Legendary Collection sowie den Yugi Legendary Decks kennen, um Längen. Eure Meinung zum Dark Magician of Chaos Max ist gefragt, also hinterlasst ein Feedback in den Comments oder im Live-Chat. Die letzte Karte des Sets ist der blauäugige alternative ultimative Drache, die im Allgemeinen wohl beliebteste Karte aus dem Set. Nebenbei die anderen beiden von Katsuki Takahashi gezeichneten Karten, die ich leider noch nicht hier habe, sind der Neo-Kaisergleiter sowie der rotäugige alternative schwarze Metalldrache. Wer diese Karten gerne sehen würde, der guckt sich doch bitte bei MyYugiOh TCG um. Der hat meines Wissens nach, wenn ich ihn jetzt nicht verwechsel, alle 6 von Katsuki Takahashi gezeichneten Karten aus dem Set vorgestellt und kommt mir tatsächlich damit zuvor, was einmalig ist bisher. Grüße gehen an der Stelle raus. Ich weiß nicht warum, aber dieser Blue Eyes wirkt auf mich beinahe wie eine Zombie-Version des normalen ultimativen Blue Eyes, wie wir ihn aus dem Retro-Pack kennen. Das Monster ist tatsächlich recht detailreich gezeichnet und gepaart mit der schlichten Strahlentextur im Hintergrund. Da gibt es sich ein wirklich schönes Monster, das ebenfalls sein Vorbild, den Blue Eyes Ultimate Dragon, um Längen schlägt. Das Set im Allgemeinen besteht aus insgesamt 100 Karten und ist aufgeteilt in 20 20th Anniversary Secret Rare Karten, 30 Ultra Parallel Rare Karten und 50 Super Parallel Rare Karten. Darüber hinaus können alle Karten auch in Prismatic Secret Rare gezogen werden. Jetzt wird's retro, denn zum Schluss wollen wir uns noch 2 sehr alte Schönheiten vor Augen führen. Und zwar geht es hier um die Karte Hyrozanrio, falls ich diese Karte richtig ausgesprochen habe, ein wahrer Zungenbrecher, in Ultra Rare mit der Identifikationsnummer PS-24.
Die Karte kommt aus dem japanischen Pharaoh's Servant, welches im späteren Verlauf mit dem japanischen Magic Ruler kombiniert und im TCG als Spell Ruler auf den Markt gebracht wurde. Bei uns im TCG gibt es diese Karte allenfalls in Rare und für Sammler wäre dementsprechend diese Version der Karte, die zumindest Rarity-technisch OCG-exclusive ist, ein absolutes Upgrade. Mit einem Wert von 2 Euro ist diese Karte im Übrigen absolut bezahlbar. Last but not least, der Axtiger in Ultra Rare mit der Identifikationsnummer WJ-05. Auch diese Karte ist im TCG ausschließlich in Common und Rare und da auch nur im Tournament Pack 1 auf den Markt gekommen. Und genau wie bei Hyro Sanrio ist diese Karte, welche aus der Limited Edition 2 Joy Pack stammt, ein günstiges Upgrade für jeden Sammler, der der Meinung ist, dass bei uns im TCG zu wenig holographische Auflagen der Vanilla Monster existieren. Aber was haltet ihr von den heute gezeigten Karten? Findet ihr, dass es den Kauf wert war oder würdet ihr sagen, sowas würde ich mir nicht zulegen? Was haltet ihr von den einzelnen Karten? Welche hat euch am besten gefallen? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.